Ich heiße Maria und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Oh mein Gott, what I got for Christmas 2016. Viel zu spät dran, wie immer eigentlich. Ich bin mit allem zu spät dran. Und es liegt einzig und alleine nur aus dem Grund, dass ich faul bin und dass ich die Videos viel zu spät anfange zu drehen. Aber ich wollte das Ganze trotzdem dieses Jahr drehen, weil ich es ja letztes Jahr zwar gedreht und sogar geschnitten habe, aber nicht hochladen konnte aus diversen Gründen. Und meine Community ist cool, deswegen fange ich gar nicht erst an mit diesem oh mein Gott, ich will nicht angeben und sowas. Diese Videos sind einfach cool zu gucken. Jetzt mal hands down, diese Videos machen Spaß zu gucken und sind Inspiration, deswegen fangen wir damit gar nicht erst an. Ich muss ehrlich gestehen, und ich werde das jetzt kurz halten, weil das sonst wieder viel zu deep geht und sowas, weil das seine Gründe hat. Aber dieses Weihnachten hat sich irgendwie gar nicht angefühlt wie Weihnachten, sondern einfach nur wie ein ganz normaler Tag. Vielleicht noch mit Essen, aber sonst. Aber am Ende war es dann doch noch schön, weil sich alle sehr gefreut haben über die Geschenke und sowas. Aber fangen wir direkt an mit diesem Video. Fangen wir an mit ein paar Sachen von denen, die in dem Adventskalender für mich dieses Jahr drin waren. Denn für die Leute, die das nicht wissen, meine Mutter macht jedes Jahr oder hat solche Säckchen für jeden von uns Kindern und füllt die dann jedes Jahr neu mit irgendwelchen Sachen auf. Und das hat sie auch dieses Jahr gemacht. Und zwar zuerst mal, oh mein Gott, hat sie jeden von uns Kindern, ich habe drei Geschwister für alle, die es nicht wissen, einen solchen Popcornbecher geholt. Und jetzt aus Plastik. Und für alle, die sich wundern, was da drin raschelt, das ist Popcorn. Und ich habe meinen Eltern auch jeweils so eingeschenkt, nur die größeren. Weil ich habe meinen Eltern dieses Jahr auch einen Adventskalender gemacht, weil die nie einen haben und ich wollte, dass sie dieses Jahr auch einen haben. Dann hat sie mir zwei Sachen von PS geholt, weil ich freue mich immer mega über so Beauty-Sachen eigentlich. Und zwar ist es einmal so Nail Polish Tools, die kennt ihr bestimmt. Da tut man dann seinen Nagel rein und dann kann man seinen Nagellack damit entfernen. Und der ist acetonfrei für alle, die sich wundern. Und dann hat sie mir diesen Blend & Cleanse Make-up Sponge Cleanser geholt. Und darüber freue ich mich total, weil ich habe ja meine Beauty-Blender und ich habe auch, ich glaube, der funktioniert bestimmt auch für andere Pinsel. Und wenn man dann so einen extra Cleanser dafür hat, ist das, glaube ich, auf keinen Fall falsch. Und ich hatte sowas noch nicht, deswegen freue ich mich darauf, den auszuprobieren, denn es wird langsam eh wieder Zeit, dass ich meine Make-up-Pinsel wasche. Die sind nämlich langsam richtig nasty geworden. Meine Mutter schenkt mir eigentlich fast jedes Jahr in meinem Adventskalender eine Schneekugel, weil sie weiß, wie sehr ich Schneekugeln liebe. Und dieses Jahr war da auch eine drin, und zwar ist diese hier. Da ist so ein kleines Männchen drin. Und ich finde die mega süß und ich freue mich mega, die zu meiner anderen Schneekugel zu stellen, die ich letztes Jahr bekommen habe. Ich glaube, das weiß eigentlich keiner über mich. Fun Fact über mich: Mein Lieblingsfabelwesen ist ein Engel. Engel und Phönixe eigentlich. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Engel mega inspirierend und mega schön. Und die haben so was Besonderes für mich. Und ich liebe Engel, deswegen ist es meine Lieblingsschneekugel. Und die kann ich jetzt dieses Jahr dazustellen. Und dann noch eine Sache, die ich zu Nikolaus bekommen habe. Aber ich dachte, ich zeige euch das trotzdem mal ganz kurz. Und zwar sind das Handwärmer. Oh mein Gott. Ich freue mich so darüber. Ich habe die tatsächlich auf meiner Wunschliste gehabt, weil, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, habe ich eine Kälteallergie. Und da ist das echt, echt praktisch, wenn ich rausgehe. Und die sind so süß. Fangen wir jetzt an mit den eigentlichen Weihnachtsgeschenken. Also die Sachen, die ich wirklich am Weihnachten bekommen habe. Und zwar als erstes. Und ihr werdet mich auslachen, aber das habe ich auch auf meine Liste geschrieben. Und zwar Instant-Nudeln oder Yum-Yum. Weil jeder, der mir, glaube ich, auf Ask, ich glaube auch auf Instagram und Twitter folgt, weiß, ich bin einfach krank. Ich liebe Instant-Nudeln. Ich liebe Yum-Yum über alles. Ich esse es viel, viel zu oft und es schmeckt so gut. Und meine Schwester hat mir dann ohne Spaß, ihr kennt doch die, die in den Regalen immer stehen, so eine ganze Box von Instant-Nudeln geholt. Und ich habe mich darüber so doll gefreut. Ich finde es so süß. Guckt auch alle bei meiner Schwester vorbei. Die hat natürlich auch einen YouTube-Kanal, mein Bruder auch. Und verlinke ich euch alles unter die Infobox. Und dann hat sie mir noch diese wunderschöne Box hier geschenkt. Da hat sie einfach so Geschenkpapier drum gewickelt und ich finde das mega süß. Und in der Box war auch was drin. Und zwar zum einen diese Kerze hier. Da steht einmal, da steht nicht huge, aber da steht auch nicht hug drauf. Da steht was anderes drauf. Sie meint selbst, dass ich es nicht lesen kann. Aber auf jeden Fall ist das eine Kerze und die sieht echt mega, mega schön aus. Und Leute, ich meine ernst, durch diese Kerze fühle ich mich, als hätte ich einen Freund. Die riecht einfach so, so gut nach Männerparfum. Die riecht nach so einem richtig guten Männerparfum. Also bitte, wenn ich einen Freund habe, soll der genauso riechen wie diese Kerze. Dann hat sie mir das hier geschenkt. Und zwar ist das von Organic Botanic Australia Coconut Water Face Mist. Und zwar ist das ein ganz normales Face Mist bzw. so Face Spray. Aber es ist nicht fürs Make-up fixieren, sondern es ist so ein ganz normales, um das Gesicht zu pflegen. Und sowas hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich habe ganz viele zum Fixieren von Make-up.
Und die mag ich auch alle, aber ich hatte keins für so zwischendurch. Und ich benutze das ganz gerne abends nochmal, um drüber zu frischen oder sowas. Und das Ganze zieht auch gut ein. Dann hat sie mir von Elite Models hier so einen Sponge geholt. Und zwar ist das so ein, wie so ein Beauty Blender. Und sie meinte schon, sie weiß ja, dass ich eigentlich nur die Beauty Blender mag, die originalen, weil ich die am besten finde. Aber sie meinte, dass sie findet, dass sie sich so ähnlich anfühlen und dass ich deswegen den hier mal ausprobieren soll. Und die letzte Sache von meiner Schwester ist... Ich hoffe, ich das auch gut höre. Oh mein Gott. Ja. Ganz ehrlich, jeder, der findet, dass ich noch ein kleines Kind bin, weil ich Barbie-Filme mag, fuck you. Ich bin ein kleines Kind. Ich bin erst 16. Und ohne Spaß, ich habe bestimmt fast jeden alten Barbie-Film, den es gibt. Ich habe fast alle. Aber den hier hatte ich tatsächlich noch nicht. Und zwar ist das Barbie in der Nussknacker. Ich mag die Geschichte richtig, richtig gerne. Und das ist so ein richtiges, typisches Weihnachtsmärchen. Und wie ihr wisst, liebe ich Weihnachten über alles. Kommen wir zu dem, was mir Jill geschenkt hat. Und zwar bekomme ich quasi noch zwei größere Geschenke, aber die sind noch nicht angekommen. Und zwar ist das einmal ein Pulli, wo Not Your Bae draufsteht, weil das ist so unser Insider. Jill ist mein Bae und ich bin ihr Bae. Und noch eine Kette. Das ist so eine silberne Herzkette. Aber die sind beide noch nicht da, deswegen kriege ich die demnächst. Dann hat sie mir von Babylove Erdbeer und Heidelbeer in Apfel in so einer Quetschtube reingetan. Und Leute, ich freue mich da übelst drüber. Ich liebe Babyessen. Aber erstens, weißt du, da ist nichts Schlechtes drin, weil keiner versucht, ein Baby umzubringen. Und zweitens, ist es voll handlich und schmeckt einfach gut. Das ist wie so ein Smoothie oder so. Dann hat sie mir ein Lippenpflegestift von Balea geschenkt. Und zwar ist der mit Melonengeruch, denn, wie eigentlich fast jeder weiß, liebe ich Melone über alles. Außerdem hat sie mir dieses Gläschen hier geholt, da kann ich dann eine Kerze reinmachen und da war auch schon eine Kerze drin und solche Duftorangen. Und sie hat mir übrigens auch diese Kerze geschenkt, das heißt, die kann ich da direkt reintun. Dann von Hip Früchtefreund, denn alle meine Freunde holen mir immer solche Früchteriegel, weil die wissen, ich liebe Obstriegel, ich finde die so lecker. Ich glaube, ich habe ein paar zu viele von denen gegessen, deswegen kann ich die jetzt gerade nicht essen. Dann Wattestäbchen, weil man braucht immer Wattestäbchen und da ist eine Spitze. Und so eine Seite und solche habe ich hier nicht, deswegen ist das richtig, richtig praktisch. Wie gesagt, ich liebe Engel über alles und das hier ist so eine Coconut-Badezusatz, genau, ein Badezusatz und ich finde den mega, mega süß. Dann hat die dumme Bitch mir Anti-Pickel-Masken geholt, wahrscheinlich einfach nur rein, um mir zu sagen, dass ich hässlich bin, aber ich benutze die trotzdem, die sind richtig praktisch. Und die Prinzessin in Schaumbad, weil da, oh, das habe ich jetzt vergessen, das ist so eine kleine Flasche mit so Schokobällchen. Es tut mir leid, ich weiß, ich rede so schnell. Dann hat mir mein großer Bruder auch nochmal einen Barbie-Film geholt. Und zwar ist das Barbie, der geheimnisvolle Pegasus. Und der ist auch, der ist mega, mega schön. Der ist voll cool. Ich glaube, ich gucke den heute Abend oder sowas. Dann habe ich mir quasi was selber geschenkt. Aber das liegt daran, dass das ursprünglich mein kleiner Bruder mir holen wollte. Aber es gab es nicht dort, wo er hingegangen ist. Deswegen hat er mir anstatt dessen Süßigkeiten gekauft, die ich euch aber nicht zeigen kann, weil natürlich habe ich die schon aufgegessen. Ich glaube, ich habe das noch nie wirklich groß an die Glocke gehängt oder so. Aber Leute, ich liebe Anime. Anime sind live ohne Spaß. Ich gucke keine Serien. Ich gucke wirklich keine Serien, überhaupt nicht. Ich breche die immer ab, wenn ich eine anfange, weil ich die so langweilig finde und fange dann ein Anime an. Ich wäre mal krank. Und mein derzeitiger Lieblingsanime ist Kamisama Hajime Mashita oder Kamisama Kiss. Wer den nicht kennt, er ist so ein bisschen zu vergleichen mit Inuyasha, aber nicht, also nicht unbedingt, aber Tomo sieht halt aus wie Inuyasha so. Aber ohne Spaß, ich glaube, ich finde Tomo sogar noch ein bisschen, oh, das ist hot. Jedenfalls habe ich diesen Anime totgesuchtet. Ich liebe den. Ich schippe die so unnormal, das glaubt ihr mir gar nicht. Und ich habe schon alle OVAs, ich habe alle extra Folgen, ich habe alle Folgen gesehen, die es gibt. Und dann war da einfach zu Ende mein Leben kaputt gegangen. Mein Herz hat geblutet, das ist gar nicht mehr normal. Und dann habe ich herausgefunden, dass der Manga noch ein bisschen weiter geht. Nicht viel weiter, aber ein bisschen weiter. Und dann habe ich mir den ersten hier geholt. Ich habe die anderen jetzt noch nicht geholt, weil ich wollte die natürlich nicht alle auf einmal holen, weil das ist auch ein bisschen teurer. Warum gibt es keine neuen Folgen? Warum? Und es wird übrigens auch keine neuen Folgen geben. Das tötet mich einfach. Ich glaube, das würde nicht so viele von euch interessieren, aber schreibt mir bitte trotzdem mal in die Kommentare, ob ihr gerne solche Anime-Videos von mir sehen möchtet. Das muss nicht mal so super oft sein, aber vielleicht mal so ein Video, wo ich welche empfehle oder desempfehle. Also sagen, die sind mega schlecht. Ich habe mich eine Stunde über Diabolic Lovers richtig aufgeregt, nur rumgeschrien und bin total ausgerastet und mein Bruder fand das so witzig. Und dann die letzte Sache und das ist die Sache von meinen Eltern. Und zwar müsst ihr wissen, ich bin überhaupt kein Schmucktyp, überhaupt nicht. Ich kann so, ich trage nie Schmuck, ich trage auch nie Ohrringe, so das Krasseste, was ich mal trage, ist eine Uhr oder ein Choker. Aber sonst trage ich einfach keinen Schmuck. Außer er ist halt sehr symbolisch, dann natürlich schon, aber sonst eigentlich nicht. Aber es gab diese eine Sache, die ich wunderschön fand, die ich über auf Instagram gesehen hatte und ich fand das so, so schön. Und ich habe dann meinen Eltern davon erzählt. Jedenfalls
jetzt habe ich einen Ring, obviously, von Pandora bekommen. Und zwar ist das der Diademring in Rose Gold. Oh mein Gott, ich freue mich so mega darüber. So sieht der aus und der ist ganz gehypt auf Instagram gewesen. Und ich finde den so, so mega schön. Und als ich den gesehen habe, ich habe mich so in den verliebt. Und wie gesagt, ich habe damit nicht richtig gerechnet. Und deswegen habe ich fast angefangen zu weinen, weil ich mich da so drüber gefreut habe. Weil das auch zeigt, dass meine Eltern mir zuhören und sich an sowas erinnern. Und ich finde so mega hübsch. Und ich werde den auch immer hier in der Packung drin lassen, weil der dort auch geschützt ist. Weil ich möchte nicht, dass ihm irgendwas passiert, weil mir das wirklich viel bedeutet. Auch wegen was anderem, aber ich freue mich darüber auch echt mega. Ich freue mich da super doll drüber. Dann habe ich auch noch Geld von meinen Großeltern und Tanten bekommen, aber davon habe ich ja noch nichts gekauft. Deswegen genau habe ich da noch nichts, was ich euch zeigen kann. Aber ich muss sagen, dass worüber ich mich am meisten gefreut habe oder das schönste Geschenk dieses Weihnachten war, die Reaktion von meiner Mutter, meiner Schwester, weil beide haben angefangen zu weinen und ich fand das so schön und da musste ich auch weinen und das war voll emotional. Ich habe mich da, das hat mir echt viel bedeutet und das war wirklich schön. Und ansonsten natürlich nochmal frohes Neues auch von mir. Ich freue mich auf 2017. Ich hoffe, 2017 wird cool. Ich werde aber nichts großartig über 2016 sagen, weil es bringt jetzt eh nichts mehr, also von daher. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns in meinem nächsten Video sehen. Tschüss!